Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. Ja Leute, volles Programm heute. Wir werden uns heute den Anmeldebonus abholen, haben TBG-Pack, haben eine Goliath-Fusion und werden natürlich noch über die ATG reden. Und ich glaube, das werden wir jetzt machen. Keine LMS, Leute. Ich persönlich begrüße das, aber es gibt viele, die sich darüber natürlich ärgern. Wir haben tatsächlich eine ATG wieder reingekriegt um den guten Samoa Joe. Wir gehen mal ganz kurz durch. TJ Perkins, Mickey James, Kurt Hawkins, Jeff Hardy, Matt Hardy, den Stinger, Luke Gallows, dann AJ Styles. Richtig geile Goliath-Karte. Die beste Goliath-Karte, die es gibt. Für mich leider kein Pro. Richtig ärgerlich. Auf SummerSlam 18 kriegen wir, glaube ich, das freakigste Bild, was es in dem Spiel jemals gab. Wir kriegen den guten Eric Young und dann natürlich die Eventkarte Samoa Joe. Freue ich mich sehr drüber. Ich finde Samoa Joe eh ziemlich cool und Linkspfeile sind eh immer rar gesät. Zumindest ist das so meine Erfahrung jetzt so bei den Karten, die ich immer so kriege. Deshalb eine Eventkarte, über die ich mich wirklich sehr freue. Und ja, Samoa Joe, dann würde ich sagen, Leute, machen wir zuerst, wir werden uns als erstes mal dem Anmeldebonus widmen. Ihr seht hier, das komplette Programm ist am Start, sind natürlich wieder ein paar Credits, die uns jetzt so ein bisschen um die Ohren flattern werden. So, gehen wir hier mal durch, hier gibt es hier das nötige Verbesserungsset, was keine Sau braucht. 5 Picks, richtig nett. Aber ich hoffe natürlich, dass wir auch irgendwie so was richtig Geiles kriegen, ne? Aber das werden wir ganz einfach mal sehen. Hier gibt es die ersten 50 Credits, die nehme ich natürlich sehr gerne. Und kriegen hier verstärkt Cedric Alexander. Ich wollte gerade Kurt Hawkins sagen, was stimmt denn mit mir nicht? So, Hall of Fame-Karte, jetzt gib mir mal was richtig Geiles. Was ist denn das? Das ist ja Survivor. Nee, Ulti, was stimmt denn mit mir nicht? Wir kriegen hier Nature Boy Ric Flair. Ich glaube, immer wenn es irgendwie so Hall of Fame Packs oder sowas gab, gratis. Ric Flair schon so oft gehabt. Ey, das ist der Wahnsinn. So, gehen wir mal weiter. Was ist denn das? Das ist ja komplette Pisse hier. Nikki Bella, Alexa Bliss und 150 Credits. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die SummerSlam Karte von Alexa Bliss schon hatte. Und wir haben keine Punkte gekriegt, deshalb denke ich mal, ich hatte sie schon. Leute, letztes Pack. Jetzt kommt mal was richtig Geiles. Yeah. Oh! Es gibt eine Goliath-Karte. Was ein Einstieg heute, Leute. Jetzt noch ein Pro. Jetzt ein Pro. Naja, das stimmt ja, das waren ja hier die, ihr wisst schon, ich habe gedacht, das sind normale Karten. Aber kommt Leute, geil, Alexa Bliss, ich habe jetzt aber ein bisschen was anderes erwartet. Ich hatte jetzt nicht mehr im Hinterkopf gehabt, dass das ja hier diese Summer, wisst schon, Beach Bash Karten hier gab, ne? Auf jeden Fall, cool fürs Bild, sie wird nie Pro werden, aber freuen wir uns drüber. So eine normale Karte hätte ich mich persönlich ja jetzt schon ein bisschen mehr drüber gefreut. Aber ich habe das total verhohne, People. Das waren ja die Beach Bash Karten, ne? So, aber loggen wäre mal die gute Ute auf jeden Fall trotzdem. So, würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal in die Fusionskammer. Ist wieder eine Goliath-Fusion. Wir hatten bis jetzt 4 Stück gehabt, 2 Pros rausgezogen. Besser konnte es eigentlich gar nicht laufen. Haben Luke Gallows 2-mal gekriegt und den guten Bobby Fish 2-mal. Mal sehen, ob wir wieder jemanden davon kriegen oder halt mal was anderes. Die nächste Fusion muss ich, glaube ich, dann ab Titan starten. Naja, Leute, wir gucken mal mit. Okay, wir kriegen Luke Gallows das dritte Mal. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Seien wir mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich die nächste mache und der dann wieder ein Pro wird, dann ist das auch eine geile Nummer. Brauche ich nie drüber meckern, ne? So, dann TBG. Wir haben diesmal einen Sieg davon getragen. War ehrlich gesagt eine ganz schön knappe Kiste. Aber Team Nightwalkers hat sich durchgesetzt gegen Game of Drunks. Auf jeden Fall ein cooler Teamname. Grüße gehen raus an der Stelle hier an das Team. Haben sich einen schönen Fight mit uns geliefert. Und Leute, gucken wir mal rein. Wir gucken rein. Yeah. Oh, auf jeden Fall Pro. Cash is Ono ist ein Pro. Richtig geil. Ihr wisst, Leute, ich brauche die Goliath-Pros noch wie die Sau. Und das Geilste ist, wir haben noch eine Goliath-Karte vor uns. Oh Gott, vielleicht eine Diva. Ey, oh, los. Yeah. Matt Hardy. Hab ich den?
Ich glaube, Matt Hardy habe ich nicht. Aber komm, Cassius Ohno ist ein Pro für uns. Wir holen uns unsere Battle Points noch ab. Und kriegen hier noch Harper. Habe ich Matt Hardy? Weil hier gibt es keine Punkte gerade. Naja, nö. Aber hatte ich Harper vielleicht noch nicht? Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Wir gehen mal auf kombinierbar. Das Rätsel wird gleich gelöst, Leute. Hier ist auf jeden Fall Cassius Ohno. Ja, Matt Hardy, kein Pro. Aber Leute, Cassius Ohno, das war damals die Nummer, wo wir TBG Pack geöffnet haben. Da war der drin. Und ich habe damals Heroic nicht gespielt. Ich glaube, das war eine Adi gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber hey, Leute, richtig, richtig geile Nummer. Der nächste Pro ist am Start. Ja, bei den ganzen Goliath-Karten muss da ja auch eigentlich mal was passieren. Matt Hardy wird auf jeden Fall noch gelockt. Super, ich bin bei der RTG noch ziemlich mit am Anfang. Cassius Ohno wird sich dort noch schön viel Play-Level abholen können. Wie sieht's denn eigentlich mit dem anderen aus? Oh, aua, aua. Da habe ich ja noch richtig zu tun, aber dafür mache ich es gerne. Nächster Goliath-Pro ist am Start. Wir gehen mal ganz kurz in mein Deck rein. Für diejenigen, die es interessiert. Ja, Bobby Fish kommt noch mit dazu. Und wie gesagt, jetzt Cassius Ohno. Und es geht vorwärts mit dem Deck. Kann ich nicht meckern. Good Diven, brauchen wir nicht drüber reden. Da habe ich einfach kein Schwein. Ist wie es ist. Aber wir haben auf jeden Fall ein cooles Alexa Bliss Bild heute gekriegt. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Und ja, Leute, mir fällt nichts mehr ein. Ja. Dann wird's das gewesen sein, Freunde. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was war beim Anmeldebonus bei euch so los? Habt ihr auch eine coole Karte abgekriegt? Ein Bild, wo ihr euch drüber gefreut habt? Tät mich wirklich mal interessieren. Und vor allem, was sagt ihr zu der Tatsache, dass keine LMS ist, sondern jetzt eine RTG? Ich habe ja ein bisschen Angst jetzt, so sehr ich geschimpft habe über Last Man Standing, habe ich jetzt aber trotzdem wieder ein bisschen die Angst, dass jetzt wirklich stumpf RTG Adi, dass das jetzt immer so ein 2-Wochen-Rhythmus einfach wieder so weitergeht, wo wir uns damals drüber aufgeregt haben, nicht, dass die Phase jetzt wiederkommt. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.